Au, oh, Police! Bei mir. Fuck the Police! Achso, ich muss mal gerade kurz meine Aufnahme starten. Fuck the Police, komm. Weil ich merke das schon, mit dem PKW brauche ich dringend die Aufnahme. The okay, music hab ich. So loud. I'm so, swinging. Jetzt muss ich aufpassen, weil hinter mir ist jetzt Polizei. Super. Sie sehen mich überholen. Oh Gott, sind noch mehr LKWs. Warte, pass auf. Sie sehen mich rollen und hassen mich. Ey, aber ich sagte der LKW gerade, ne? Ja, ich hab's gesehen, der wollte dich töten. Oh Gott. Das ist so, nein, suizidal veranlagt. Nope, nope, nicht schon wieder, Alter. Das war so richtig. Nope. Bremse. Ich hab irgendwie das Gefühl, das ist eine ziemlich stark befahrene Landstraße. Kann das sein? Warte. Ja. Ich sehe einen grünen Punkt, der sich nicht mehr bewegt. Ja, ich stand da gerade ein bisschen im Gemüse wieder. Es war fast dicht, okay. Knapp. Vor allem, ich bremse halt durchgehen bis zu dieser Kreuzung. Ja, du kannst einfach draufbleiben. Also, Gefahrenbremsung gibt es mit diesem Auto nicht. Rechts? Rechts nur noch? Ich hab keine Ahnung, ob richtig. Ich halt mich mal kurz. Halt mich mal kurz an, alles klar. Ja, rechts. Wir müssen tatsächlich rechts, weil wir müssen uns ja an diesem Autobahnkreuz halten, ja? Ich habe jetzt 37% Schaden. Was zur hast du getan? Ich bin hier hinten rein, wenn du mal stehen geblieben bist. Also, ich habe übrigens einen Panzer ausgeholt, ich habe 0% Schaden. Ich bin jetzt irgendwie 80 hinten reingeheizt, ne? Ich habe jetzt 37% Schaden, der hat 0. Läuft. Das ist doch nicht mehr normal. Ich glaube, wir werden das die ganze Nacht durchspielen. Wenn so weiter. Also, ich hätte da kein Problem mit. Ja, habe ich da auch kein Problem mit. Habe ich endlich meine 2 Stunden, dann kann ich auch mal. Ja. Warte, Furi, am Ende dieses Spiels hast du einfach schon, keine Ahnung, 80 Stunden oder so drauf. Halt jetzt übrigens nicht an Rot an. Oh, scheiße, Linkskurve. Oh, 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 oh. Ich würde zu gern wissen, was da gerade abläuft. Ich würde auch gern wissen, wenn ich das online sehen könnte. Ohne Spaß. Ich kann es gerne sehen. Was ist das denn? Ohne Spaß, ich würde das jetzt gerade zu gerne sehen, was wir da machen. Aber bitte sag, das ist eine Aufnahme. Ja. Ja. Alter, die Folge musst du so bald wie möglich jetzt bringen. Was machst du? Ich denke mir jetzt einfach mal mein Teil. Hey! Weißt du nur du? Ohne Spaß, ich lach gerade nur mit, weil sie allein so. Ich lache gerade. Ich lache nicht wegen die Warnblinkanlage, weil du auf Dach liegst. Ich glaube, ich werde gleich an die Stelle kommen, oder? Weiß ich nicht. Ich mach mal die Warnblinkanlage an. Ich mach mal die Warnblinkanlage. Ich schicke mir mal ein Foto. Ich schicke mir WhatsApp mal ein Foto von dem, was hier gerade abgeht. Ich fahre gerade, ich kann gerade nicht gucken. Ich schicke einfach ein Foto von dem, was abgeht. Achso, denn wenn ich jetzt gerade mein Handy anmache, stürzt dann mein ganzes Internet wieder ab. Leute, was haben wir denn hier wieder angerichtet? Ich schreibe einfach als Ding, wann bei uns Code. Meine Antwort, ich will's gerne wissen. Ich hab grad so einen Flachflash gehabt. Oh mein Güte. Ich hab, glaube ich, von mal noch nie so lachen hören. Alter! Schon nun, ich glaube, ich muss dich zur Werkstatt abschleppen lassen. Ach, denkst du? Aus irgendeinem komischen... Sorry, wir haben kleinen Unfall. Ich, Hast du gesehen, Nana? Kennst das bestimmt. Handy und Fahrzeug führen. Also, Simon, du bist nicht Straße. Ja, GG's, wann war? Du musst nur noch die Straße runterfahren, damit ich bist weiß, muss aber leider mal aufs Handy gucken, hab grad ein Foto gekriegt. Das tut mir leid. Bist du gerade gegen jemanden gefahren, Nana? Was? 5 Jahre? Aber nein.
Mein Motor springt nicht mehr. GG, würde ich mal sagen. Oh, scheiße, Motorfehlfunktion. Wir sind super LKW-Fahrer. Hey, 39% ich muss sagen, ich habe bisher noch keinen einzigen Prozent Schaden gehabt, glaube ich. 39% Schaden? Junge, ich werde nachher Los Angeles. Du bist ja auch durch. Ja, du bist auch nach Los Angeles, ja, dann warte ich hier auf der Autobahn. Wo sehe ich denn, wie viel Schaden ich habe? United States. Ach so. Okay, also werde ich hier richtig gut verstanden. Alles klar. Ah, Schaden 0%. Gute Arbeit. Nein, 6000 steht doch noch. Ja. Ja, nix, nein, ja. Wo bist du? Ich bin einfach, du bist einfach die Ruf der Rechnung Phoenix. Nee, also, ich bin hier gleich an der Ausfahrt, wo wir uns treffen. Ja, sind wir auch gleich, wenn wir uns nicht vorher drehen. Und das Cyber ja. 99% Schaden hat. Also wo muss ich jetzt hin von der Werkstatt aus? Du musst links, also rechts und dann links wow. und dann rechts. Da war Police. Ach du Scheiße. Rechts, links, rechts. Nicht rechtslastig heute oder was? Ja, du fährst richtig, Cyber. Nein! Und so, Alter, von der Werkstatt weg. 8% Schaden. Ich fahr da mal zurück. Geschätzte Ankunftszeit. Bald! Irgendwann morgen. So, wo seid ihr? Wir sind in Los Angeles. In Boston oder was? Bei der Werkstatt in Los Angeles. Was? Ja. Aus, Gründen. Ja, das Bild erklärt doch eigentlich. So, ja, ja. Oh, nee, ey. Ja, hinter mir auch ein LKW, der auch wieder einen Unfall gemacht hat. So, super. Also, wir sind nicht die einzigen schlimmen Fahrer. Ich hab die Fahrer auch 20 Sekunden. Das heißt, die hassen uns auch noch. Ihr Scheiße. Ja, das hab ich gesehen, dass sie uns hassen. Die wollen mich umbringen. Ja, und ich bin mal kurz auf dem Klo. Warte mal, ich bin jetzt auf der Autobahn. Ja, ich seh dich. Na ja, gut, das ist ja toll. Ich bin der Typ, der gleich auf die Autobahn zieht, wenn du dann vorbeifährst. Gib Kombi. Ich muss schon sagen, das Fahrgefühl ist echt super. Wir holen Alter. Scheiße, große LKW. Ja, dieser große LKW, was macht der? Was tut der da? Da bist du, Cyber. Ich kann fahren. Nein! Was macht ihr denn? Ich hab 2% Schaden. Ja, ich hab 46. Erst eine offene Haltung. Fahr mal kurz zur Werkstatt und komm wieder zurück. Ah, ich muss nach links. Schon wieder zur Werkstatt abschleppen lassen. So, jetzt weiß ich nicht, ob jetzt. Ich fahr jetzt einfach rückwärts auf der Autobahn. Grün oder rot ist. Ich fahr jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich glaub, das überhaupt eine Ampel. Ich fahr jetzt einfach rückwärts auf der Autobahn. Ja, ja, wir finden uns schon. 8% Schaden. Ohne Spaß. Ich würde nur zu gern wissen, was jetzt gerade passiert ist. Ich habe mich überschlagen. Ihr habt mich immer noch einen Lachflash. Das gibt's doch nicht. Ich hätte es so gern gesehen. Alter. Oh, ich bin viel zu schnell. Warte, nein. Nein. Das war knapp. Bremse. Band. Ich bremse Band. Oh Gott! Bremse, Wand, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Du wärst zur Werkstatt, Cyber? Ja! Oh, gerne! 41% Schaden! Ah, wieder Baustelle! Nein, Alter. Ach, auf Nummer sicher gehen, gib mir. Da stehen dir noch zwei rosa LKWs rum, Alter. Ja, die rosa LKWs sind quasi wie Skodas. Die sind auch überall und die können nichts, oder wie? Motorfehlfunktion, Werkstatt. Weißt du, jetzt wollte ich gerade auf das Werkstattgelände fahren, dann ist dieser rosa LKW und blockiert mich halt einfach. So, ich bin wieder da. Ja, ich hab schon wieder bei der Werkstatt. Kein Problem. Nein! Ja doch, irgendwie schon. Ja, es gibt Schlimmeres. Sag mal, was macht ihr die ganze Zeit? Skoda fahren.
Ja, am besten mit 670 über die Autobahn oder was? Nein! Diese Betonbarrikaden hüpfen mir immer in die Spur. Das Ding war, diesmal waren wir nicht mal schuld, das war der rosa LKW. Ja, dieses war der rosa LKW. Diesmal war es ein rosa LKW auf der Autobahn. Ich habe eine Aufnahme. Naja, gut, ich habe danach die Betontank verrammt, aber. Ja, gut. Da gibt er die Schuld. Fertig. Ja. So, wann war? Diesmal ohne Unfall. Diesmal ohne. Wir schaffen das mit 0% Schaden zu nahen. 20 Sekunden später, 2% Schaden. Fuck! Du hast dich. Oh Gott, was. Das Level ich denn jetzt auf. Autobahn. Nicht zu so schnell fahren, wann war? Also nicht mit 180. Wann war es eigentlich? Mal gucken, wie lange wir fahren müssen. Ja, wir haben einen PKW, der geht ja schnell. 24 Stunden. Mehr Erfahrung. Hört sich gut. Wo seid ihr denn jetzt gelandet? 28% Schaden. Ey, ganz ehrlich, ich fahr gleich von alleine weiter. Ja. Oh Mann, sag mal, was tust du denn da? Ey, ohne Witz, ich fahr jetzt so weiter, ey. Alter, nein! Was geht denn bei euch? Falls die Mutter immer dabei ist, dann schon lache ich mit. Oh Gott. Oh Mann, ey. Leute, steigt um auf den LKW. Das hat so keinen Sinn, ey, mal ganz im Ernst. Schön langsam, ich fahre mit 36 km/h, mach ein Tempomat an. Du hast so und schon lache ich mit. Oh Mann, ey. Der tut mir ein bisschen leid. Ja, auch weißt du warum? Das war der Typ, der mir am Anfang geholfen hat, meine Fracht zu führen. Ja. Weißt du, sitzt einmal zurück, dann kommt der Typ. Ich habe das jetzt über Beruf gefällt, du hast so geheißen. Du musst nur zuhören, ich lache mit, ich habe Tränen in den Augen. Super. Ja, ja, Glückwunsch. Das ist so hart, Alter. Der Sattelschleppe umreißt. So, wir sind auf dem Weg, Nana. Wir sind gleich da. Ja, ich bin schon weitergefahren, aber ihr werdet mal. Ja, wir finden dich. Wir sitzen selber Autobahn. Oh nee. Also ich habe mein Tempomat jetzt auf 60 eingestellt. Okay, ich dann werden wir dich auf. Ja. Meine Fresse. Ach ja. Und gleich sehe ich was, wie ihr an mir vorbeizieht und wir plötzlich irgendwo einen Unfall verursacht. Wir fliegen dir vorbei. Also bei dieser Aufnahme werde ich mich auf jeden Fall darum bemühen, dass sie schnell kommt. Ihr seid so krank. Macht die Folge auch noch einen Unfall unterwegs, oder was? Ich muss die, also dieses Cyber und Wanwa versuchen, nach Phoenix zu kommen. Skoda-Fahrt mit Cyber und Wanwa, die ich am besten nicht machen sollte. Wanwa, ja. Bevor ich in den LKW. Ja, das klappt schon. Aber denkt ihr, dass das hier unten... Dass es ein Auszug aus einem Stream ist, ne? Ja. Wir haben ja zwei Spuren da, der hat ja eine, das ist ja... So, wir sind schon bei, ja. Aber diese Autobahnen sind schon gerade, ne? Da kann man schön mit 240 fahren. Was, mit 240? Ja, 220. km/h, oder? km/h. Ja, mph wäre ein bisschen sehr, sehr, sehr schnell. Wie lange es dauert, bis ich euch hinter mir habe. Ja, dauert nicht mehr, ich sehe dich schon auf der Karte. Ja, ich sehe euch auch schon. Ja, hallo, wir waren mit knapp dem Dreifachen deiner Geschwindigkeit. Cyber, was da? Wanda geht so ab, Leute. Habt ihr überhaupt noch ein Leben oder was?
Ist das euer fucking Ernst? Ich liege auf dem Dach. Simon, ihr liegt beide auf dem Dach. Simon, du, weiter. Simon, du bist davon geflogen bei mir. Warte mal, warum liegst du auf dem Dach? 100% Schaden. Ich hab dich mal abschleppen. Ich auch. Oh, wir kommen nach Barstow. Das ist ja wenigstens. Ich hab's. Wow, ist auch sehr nah, ne? Ja. Alter, was ist das? Ich muss einen Kredit aufnehmen. Ich bin im Minus. Ich hab also, seid mir nicht böse, aber ich glaube, ich werde gleich was anderes spielen. Nein, bleib bei denen. Das ist schon gut. 50.000er Kredit, sonst kann ich mein Auto nicht reparieren. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein, Nana. Ich bin schon leid. Ja, aber. Nee. Nana, du brauchst ein PKW. Nee. Nein. Du brauchst eindeutig einen PKW, Nana. Jetzt habe ich hier eine Anzeige geringer Luftdruck. Was ist denn jetzt los? Sind meine Reifen geplatzt oder was? Wahrscheinlich. Hey, mein LKW ist ja gar nicht voll getankt. Und ich hab's nicht. Apropos tanken. Wir müssen übrigens rechts, Cyber. Autofahrt. Ja, ich geh erstmal bei einer anderen Tat. Zum Glück bin ich hier weit weg von euch. Also, Cyber, ja, kommt doch gleich wieder. Also, Cyber, wenn du meine Aufnahme siehst, du bist bestimmt 20, 30 Meter in die Luft geflogen nach oben. Ich bin doch auch hier. So einen Helikopterangriff gemacht oder so? Ich dachte mir einfach nur so... Einsatz oder was? I believe I can fly. Das muss da ganz ehrlich, ihr seid da schlimmer wie Staplerfahrer Klaus. Mhm. Warte ja, mal, das musst du reinschneiden. Ja, ja, ja. Warte mal, warte mal. Ich bin der Gabelstapler Klaus. Ah, nee. In Person. Wir schaffen das, Cyber. Wir schaffen es diesmal nicht nur bis Nana. Nein, wir schaffen es sogar. Wir schaffen es bis Phoenix. Mit wenigen Umfällen. Bremse, 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 Bremse. Ich sehe einfach nur das Cyber, wie er steht. Ich sehe nur noch Cyber irgendwie gegen irgendwas. Ah, das ist wieder der Panzerskoda, ne? Ja, ich habe hier eine Panzerplatte drin. Ach nee. Weißt du, die haben eine tschechische Panzer geschrottet und haben die beim Skoda eingebaut. Die Kanone passt. Skoda ist ja Tscheche, ne? Naja. Die passt, die Kanone hat nicht mehr aufs Dach gepasst, aber die ist sie nicht drauf gebaut. Ey, das ist. So, ich muss mal kurz den Ehrenberg raus. Ah, das ist gut. Ehrenberg ist nicht so weit weg von uns. Achtung, ich glaube, ich hupe jetzt einfach jeden LKW, den ich sehe, weil ich Angst habe, ich die wegramme hier. Manchmal ist Bremsen blinkt ganz gut, Cyber. Was macht der Typ? Bist du den raufgefahren? Nein, ich bin auf dem Betopfer. Also. 1% Schaden. Weil ich hab nur noch die Warnblinkanlage von dem LKW gesehen. Ne, weil die Warnblinkanlage ist, weil das links blinkt. Ich glaube, die Warnblinkanlage ist, er warnt sich selbst, dass wir kommen. Ja, ich brauche eine Tankstelle übrigens bei Pampa. Ja, ja, das kommt gleich. Alter, mein Skoda kommt nicht mehr auf Touren. Ich hab 1% Schaden, mein Skoda kommt nicht mehr auf Touren. Ach, hier steht die Tankanzeige. Ah, jetzt weiß ich's. Ja. Ja, spätestens wenn der LKW stört, merkst du, ist leer. Achso, kommst du noch näher, Cyber? Ja, ich komme schon wieder näher. Ja, ach, obwohl, ich weiß nicht, ob das gut ist. Das ist das, was mir besonders Sorgen macht. Überhol, 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 überhol. Warte, ich mach dir Platz, dass du zwischen den LKW herfahren kannst. Rechts überhol, scheiß drauf. Wenn da übrigens gleich die Meldung kommt, du musst dich wiegen, tu's nicht. Was? Okay, alles gut. Alles gut. Wenn nichts kam, ist alles gut. Hm. Oh Gott, ich hab schon Angst, Cyber fährt schon wieder so komisch gerade. Er fährt schon nicht mehr auf der Autobahn wieder. Niedriger Tankfüllstand. Ach, egal. Vor euch in Phoenix. Das kommt darauf an, ob wir eine Tankstelle finden. Keine Tankstelle. Ah, das ist eine Tankstelle. Das ist ja gut. Ich hab das Licht aus und fahr auf der Autobahn. Ich bremse den jetzt schon mal mit der Hand. Ah, das Licht aus. Du willst Sprit sparen, ne, oder was? Überschlag, jawoll. Und ich fahr doch. Ich kann doch fahren. Das ist doch keine Tankstelle.
Doch, da ist eine Tankstelle. Gut, dass ich hier wiegen muss. Ja, wo ist denn die Tankstelle? Die ist auf der... Du bist vorbeigefahren, Drachen. Oh. Oh. Das... Ich hab mich aber schon wieder überschlagen, Mann. Ich... Das... Ich hab's ein bisschen gesehen. Das Ding ist einfach, du kommst wenigstens immer mit deinen vier Reifen auf. Ich bin mit vier aufgestiegen. Habt ihr schon wieder einen Unfall gehabt? Nein. Ich habe nur 96% Schaden, aber das ist nicht von einem Unfall. Ich sag dazu nichts. Mann, was machst du da? Ich muss tanken. Aber du stehst doch. Du rammst mich. Ich wiege. Ja, ich musste dich von der Tanksäule wegschieben. Ich wiege jetzt mal ins Skoda, Alter. Gucken, wie schwer das Ding ist. Die stoßt den Physik! Ah, Simon, was ist das denn gerade wieder? Ich muss tanken. Das Ding hat 45,525 LB. Ja, das ist, Volle Geschwindigkeit weg. Ist da eine Tanke? Jawohl, da ist eine Tanke. 20 Tonnen! Geht. Ja, wir waren so zweit. Ja, das ist halt ein 20-Tonnen-Skoda. Das ist der Panzer-Skoda, ne? Willkommen bei Panzer-Skoda. Wir bauen so. Panzer auf Skoda. Wann war ich? Machst du jetzt übrigens Hardcore? Ich fahre jetzt ohne Licht. Du musst übrigens hier rechts abfahren. Jolo! Was ich zur glaube, Heiligen? Ich komm vor euch an, ja. Cyber, was ist das für ein Wesen? Funktion testen vom Panzer-Skoda. Ja, dann sag ich. Das war knapp. 32% Schaden, Mann. Ja, das geht aber doch okay. Noch. Naja, man kann doch fahren damit. Sehe ja. Ich glaube, die Rechtskurve tot. So. Hier ist eine leere Straße, hier kann nichts passieren. Komm, gleich kommt zwei LKW nebeneinander. Gleich kommt ein LKW, der gleich auf unsere Spur fährt. Das, so kennen wir das doch. Ja, stimmt. Mach mal Licht wieder an. So, hast du auch 200 plus? Okay, alles. Was hab ich? 200 plus? Was 200 plus hab ich? Geschwindigkeit. Nein, ich hab 130 Meilen. Achso, ja, das kommt hin. 130 sind etwa wirklich 200. Oh, der Jo schlägt mich wirklich nicht. Ja, in ich Gemüse! Oh, ich hatte gedacht, ich sehe euch da gerade schon auf der Liste, aber... Ah, wir sind wieder auf der 10. Das heißt, wir kommen den näher. Bremst! Oh. Aua. Diese Bremse. Oh, ich hab keinen Schaden bekommen. Du stehst auch bei den Kakteen. Ey, aber ganz ehrlich. Das ist nicht nur unsere Schuld. Das ist wirklich Schuld mit von diesen scheiß Bremsen. Ja. Also. Vielleicht mehr Schuld als wir sogar, die Bremsen. Ja, das ist wirklich. Also, weißt du, du fährst 50 km/h, 10 Kilometer Bremsweg. Da kann der Zug noch schneller bremsen, Alter. Auf vereiste Gleise, Alter. Also. Nee, okay. Zwei Ahnung. Stücke Seife aufeinander haben eine bessere Bremsart. Nasse Stücke Seife. Auf bitte. Kennst du diese Werbung? Ja. Diese, wo die die Seife fallen lassen und dann hat er so einen Seife-Greifarm? Ja. Powell's Trail habe ich bei dir. Ja, habe ich auch gerade bekommen. Ehrenberg. Wir kommen dir näher, Snana. Ja, aber bis dahin habe ich schon lange meine Fracht abgeliefert. Ich merke, weißt du, was für eine Musik wir eigentlich einspielen müssten? Dö-dim. 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 Du Cyber, warum komme ich dir näher? Keine Ahnung. Weil mein Motor gleich mit dem Arsch ist einfach. Ich glaube das wohl auch. Werkstatt. Mein Panzer-Skoda fährt nicht mehr. Okay, der Typ mit Blaulicht. Ja, das ist einer dieser Polizeiwagen. Ah, ja. Einer der ganz seltenen in ATS anscheinend. Ich hab jetzt mindestens 10 Polizeiwagen jetzt in der einen Strecke gesehen. Ja, im Singleplayer. Aber im Multiplayer sind die extremst selten. Weil die müssen ja von Menschen gespielt werden und da gibt's nur so wenige, weil... Achso, das ist dann richtig Roleplay oder was? Ja, grob, ein bisschen. Wie bei Altis. Ja, nicht so brutal, aber ein bisschen ist es schon. Halt, ohne irgendjemand, der dich über den Haufen schießen kann. Ja, genau. Könnten wir auch gleich spielen, Altis. Boah, Altis wäre, fände ich, nicht. Das habe ich jetzt aber nicht drauf. Ja, nicht.
Wärst du Abwander? Weil hier Phoenix ist. Erst auf, den Phoenix, ich fahre mal meinen 10 Kilometer Bremsweg. 90, 80, 10 Stunden später. Das ist eine Scheißbremse. Die Auswahl ist 70 Kilometer hinter mir oder so. Ich bin in der Nähe von San Francisco, cool. 36% Schaden. To San Francisco. Ich fahre nach Phoenix. Bremsen. Ich bin an der Kreuzung vorbeigefahren. Ja, okay. Das ist, Muss eine neue Route berechnen. Wann war, wo bist du? Ich bin in Phoenix bei Warbird. Du bist irgendwo anders. Nein, bist du nicht. Doch. Bin ich. Ich sehe dich auch auf der Karte. Ah, es gibt ja zwei Warbirds hier, ist das Problem. Ich bin falsch abgebogen. Bleib mir bloß fern. Ich hab 3% Schaden. Und das nur durch die Bremse. Kann man das irgendwie umstellen? Von, ja, KMH, kann man zu KMH. Kannst umstellen? Du machen bei den Einstellungen und dann Gameplay. Ich hätte gerade schon wieder fast eine ähnliche Bewegung geworfen. Bei MPH ist mir doch ein bisschen zu realistisch. Nana, da hinten ist ein LKW-Händler. Ja, das interessiert mich gerade nicht. Kauf dir ein Skoda! Da gibt es auch Skodas. In allen Farben und allen Geschwindigkeiten. Ihr könnt nicht mal kreuzweise mit eurem Kackfahrzeug. Komm schon, Skoda! Na? Skoda for love, Skoda for life. Weil wer braucht jetzt schon einen, Kenwood, also bitte. Ja, Skoda is the real shit, Alter. Regenwahrscheinlichkeit. Doch, volle Pulle. Ich glaube, bei volle Pulle regnet's immer. Tatsächlich. Ach, you don't say. Stimmt. Bremsen! Kann ich's denn umstellen? So, Wartung. $1000. Ach komm. Kann ich mein PKW einstellen? Ist doch realistischer. Ja, ich hab irgendwie so 20% eingestellt. Ich finde Regen toll, aber in. Beim Wallwert oder beim Oberen? Oberen. Alle Polizist, fick dich. Sagt es im echten Leben. Oh, ich kann den 170 PS Motor kaufen. Meine bescheidene Frage, was sagt ihr zu einer Runde CSGO? Oh, nee. Lieber nur morgen in der Aufnahme. Ja, ich auch, liebe. Ach, ihr seid doch langweiler, ey. Also altes würde ich machen, ja, also aber... ich könnte, aber... Na gut, zu zweit ist auch langweilig. Ah, das ist es ja. So, ich würde mal sagen, beende mal hier die Folge dieser besten Fahrt überhaupt. Man sieht da hinten noch den Cyber, wir versuchen ein bisschen zu fahren. Versuch gerade auch irgendwie da hinzukommen. Ja. Denk dran, du musst langsam mal bremsen. Bremsen! Ja, ich beende bald die Folge. Ciao.